Lockt diesen Roboter gar nicht. Okay, da ist auch einfach rein. Oh nein. Ich wollte zwar hier eigentlich nicht hin, aber da wir jetzt gerade schon mal hier sind. Hundi, wo bist du? Du bleibst mal kurz hier, Baby. Da machst du feinen Sitz. Sitz. Oh, das wird die Nuka-Cola-Tanda aber freuen. Ich habe nur Nuka-Cola-Flaschen gefunden. Schreibtisch leer. Aktenschrank leer. 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 Alles leer. Super! Ah! Radioaktiv ist so, ich habe vergessen, dass man davon nicht trinken darf. Mülltonne ist auch leer. Schlösser knacken, 50, Stufe 50 benötigt. Du bleibst hier sitzen, Hundi, bis ich dich wieder abhole. Ist mir zu unsicher. Stimmt, ist das irgendwann ein Auftrag, hier reinzugehen? Das lassen wir mal. Toll. Außer die 3 Cola-Flaschen und die 17% radioaktive Verstrahlung habe ich hier nichts aufgeschnappt. Supi. Ich habe jetzt immer noch nicht kapiert, auf welchem Hügel der Dings sein soll. Dann liegt er genau auf der anderen Seite wahrscheinlich, der Mechanist. Na komm, Hundi. Was schaffst du? Hund? Wuff, wuff. Fail. Jetzt wollte ich abkürzen. Oh Mann. Königliche Frage, wo ist der Hund jetzt hin? Köstlich. Es wird dunkel in Washington DC. Sehr dunkel. Okay, setzen wir den Questmarker um. Ich vermute, dass ich da verkehrt geschickert bin. Markierung verschieben. Wir haben es 9 Uhr abends, dann spulen wir 11 Stunden vor, dann haben wir es wieder morgen, dann machen wir uns auf den Weg. Und weiter geht's, speichern erfolgreich.
Okay, was haben wir denn hier unten? Schlupfwinkel der Ameisterin entdeckt. Ja, das ist natürlich fail. Dann machen wir doch direkt den Gar aus, oder wie seht ihr das, Leute? Dann bin ich da echt dafür, dass wir die direkt ausschalten, irgendwie. Kann ich lange fackeln. Da gehen wir rein und versuchen die zu töten. Ich vermute mal, dass da wieder 4 Millionen Ameisen oder irgendwas drin sind, aber... schauen uns das Ganze mal an. Vielleicht hat die auch ein Angebot zu machen. Dogmi, du kommst du her? Mach's jetzt, Kleiner. Was zum... soll doch ein Witz sein, oder? Die hat mich jetzt nicht gekillt, oder? Frage ist, dann nehmen wir ja noch einen anderen Weg, welcher der richtige Weg ist. Diesmal habe ich sie aber gesehen, die Tellermine. Okay, eins sicher, die hat hier unten Vorräte oder sowas. Die hat hier unten Vorräte. Doch nicht. Deathboy. Jetzt frage ich mich allerdings, warum sie das hier unten gesichert hat. Was ist das für ein Sinn? Oh, hier ist doch nichts. Aber wir haben diese Minen und können die irgendwann nehmen und die selber wieder auslegen. Ich kann hier jetzt gerade so nichts Wertvolles entdecken. Alter Schwede. Sherbert. Irgendwas kreucht und fleucht hier. Zück schon mal die Waffe. Ich wusste es. Hoffentlich stimmt der Weg auch. Kreuchten fleuchte ja überall, ne? Ich hasse es. Wieso erinnert mich dann an so einen Gothic und die Minecrawler? Minecrawler. Die Crawler haben ein Sekret. Boah. Oh!
Wieso hat er denn jetzt so viele Schüsse gebraucht? Automatisches Speichern, sehr gut. Die Frage ist, ob sie direkt feindlich ist oder ob man erstmal mit der labern kann. So sind sie letzten Endes in den Hof der Ameisterin, der Königin aller Ameisen, eingedrungen. Habt sie der unliebsame Mechanist geschickt? Er wird lernen, dass sich niemand meinem königlichen Regiment Kampfameisen entgegenstellt. Erklären Sie sich. Warum sollten meine Kleinen sie nicht auf der Stelle töten? Sie kommen daher gelaufen und erdreisten sich, mir Befehle zu Die Zeit der Menschheit ist zu Ende. Ihre Art ist untergegangen, weil sie nichts Besseres kannte als belangloses Gezänk und Kriege. Die edle Ameise ist anders. Sie agiert mit ihren Brüdern in Treue und Pflicht. Und so steigt unsere Zahl, während die der Menschen dezimiert wird. Sobald ich diesem lächerlichen Mechanisten ein Ende gemacht habe, können sich meine Kolonien über das ganze Ödland ausbreiten. Ganz tot ist die Menschheit noch nicht, aber ich helfe ihr beim Sterben. Die Leiche der Menschheit wird ein schönes Futter für meine Kolonie abgeben. Und jetzt, meine königliche Ameisenwache, töte diesen gemeinen Bürger! Du hast echt einen Schaden, Mädel. Wie geil! Geil gemacht. Waffen. Was geht denn? Die ist in der Luft festgespappt. Mal gucken, was man dann bei sich hatte. Wo ist denn hingefallen? Da ist er doch. Gucken, was sie für eine Rüstung hatte. Naja, ist ja auch nicht. Gewicht 15 ist ja auch nicht die Welt. Aber wir nehmen. Hallöchen. Aber wir nehmen einfach mal alles, was sie hatte. Und jetzt schnell mal irgendwas futtern oder
Ich wüsste, dass sie hier unten ein Bett hätte. Hätte ich mich schnell in das Bett gechillt. Also von hier kamen wir rein. Jetzt geht sie hier hinten noch einen Weg lang. Nein, tut es nicht. Das heißt... Oh. Das hätte ich jetzt beinahe übersehen. Hier hat Kartoffelchips. Was sieht der noch?